Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Huddersfield Karrieremodus. Wir sind am Start, die 7. Episode heute. Ich habe die letzte noch nicht mal freigeschaltet. Allerdings muss ich auch ein bisschen vorproduzieren aufgrund dessen, was ihr in der letzten Episode noch im Mem-Karrieremodus erfahren habt. Dementsprechend geht es für uns heute weiter und zwar bis in den Januar hinein. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich tierisch mal freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% aber eure Coins, Fever Points, PSM, Microsoft, Guter mit Gobax, Gaming TV. Dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Schaffen wir 300 Likes auf dieses Video. Das wäre sehr, sehr schön. Wir sehen unsere aktuelle Kadersituation. Die ist in Ordnung. Wir haben mittlerweile mit Mui wieder einer zurückgekehrt. Ist nach seiner Verletzung. Weiterhin verletzt ist Deportre. Der fällt ja auch noch ein bisschen länger aus. Aber grundsätzlich haben wir die beste Elf auf dem Platz, die wir uns wünschen können. Und die wird auch vonnöten sein, denn wir spielen gegen keine einfachen Gegner. Zunächst mal geht es gegen Tottenham. Und das ist definitiv keine leichte Aufgabe. Ich habe ja angekündigt, dass wir ein paar Spiele simulieren werden. Everton gehört beispielsweise dazu, weil Everton halt eben in der Liga sehr weit unten steht in der Tabelle, auch wenn sie in Realität, gut, da stehen sie auch weit unten, aber theoretisch sind sie kein schlechtes Team, gerade von den Qualitäten her, die sie haben. Nichtsdestotrotz machen wir das trotzdem, gucken uns die Jugendmannschaft erstmal nicht an, sondern gehen einfach direkt rein in dieses Gastspiel im Goodison Park. Die Aufstellung seht ihr hier, ist genau die gleiche wie zuletzt, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich Mounier drin lassen will, aber mache ich einfach. Kwana ist auf der Bank, die letzten drei Spiele alle verloren gegen West Ham, Southampton und Crystal Palace für Everton. Hoffen wir mal, dass sich das Ganze heute nicht ändert, ausgerechnet gegen uns, und sie hier wieder einen Sieg einfahren können. Vorne mit Calvert-Lewin und Nyasse. Sie fahren den Win ein, den Sieg ein. Natürlich. Hernandez macht das Tor. Na, 84 Minuten, aber wir verlieren trotzdem und das ist bitter. Heimspiel gegen Brighton und Hove Albion sollten wir normalerweise gewinnen. Verloren gegen United, unentschieden gegen Bournemouth und gegen Liverpool. Das ist natürlich nicht so schlecht. Wir sind momentan auf der Tabellenplatz 7 und sollten halt gerade im Aufsteigerduell eigentlich die Nase vorn haben aufgrund der Qualität, die wir bisher in der Saison gezeigt haben. Nächstes Spiel wird vor allem sehr, sehr schwierig zu gewinnen. Dementsprechend sollten wir es heute machen. Oh, und Gott sei Dank tun wir es. Marco Marin ist unser Torschütze und Colin Kwana hat sich verletzt. Das ist nicht schön. Mal sehen, wie lange der ausfallen wird. Ich hoffe nicht zu lange, weil grundsätzlich haben wir mit Deportes schon verletzten Stürmer und haben mit Colin Kwana den einzigen Ersatzstürmer noch. Dementsprechend nicht schön, wenn er sich länger ver... Okay, 9 Tage. Aber damit fällt er zumindest ein Spiel aus. Pressekonferenz, ihr seht, es geht gegen Chelsea. Das Spiel spielen wir natürlich, gar keine Frage. Amateur ist froh, dass er spielt. Und das wird er auch im nächsten Spiel tun. Ich bin sehr gespannt, ob wir da irgendwas ausrichten können. An der Stamford Bridge. Ja, da haben wir die erste Szene, das erste Tor. Na klasse. Kurz vor der Halbzeit Chelsea mit dem Führungstreffer. Wir spielen übrigens nicht an der Bridge, wir spielen zu Hause. Und das war stark gemacht von William, gut gelaufen von Costa. Und der macht dann die Bude. Sehr, sehr bitter. Allerdings ist in der ersten Halbzeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, noch gar nichts passiert. Also am Anfang der ersten Halbzeit gab es mal eine Chance für Chelsea. Die wurde auf der Linie geklärt nach einer Ecke im Kopfball. Das habe ich nicht reingenommen, weil ich mir dachte, so Anfang der Partie, es wird wahrscheinlich viel mehr Wichtigeres passieren. Aber seitdem wirklich Mittelfeld geplänkelt. Ich komme gar nicht nach vorne durch, hatte noch keinen einzigen Abschluss. Und bei Chelsea passiert auch nicht wirklich viel, bis auf diese Szene gerade. Da war unsere Ausgleichschance durch Hernandez. Ein bisschen schlecht im Abschluss. Aber zumindest hatten wir mal den ersten Abschluss, das ist schon mal gut. Und vielleicht kann ja wieder unsere Eckenvariante mit Mounier funktionieren. Courtois ist aber kein schlechter und hält ihn fantastisch. Wir kriegen 11 Meter. Ich habe keine Ahnung warum. Ich meine, der Spieler ist nicht mal gefallen. Normalerweise gibt es in so einer Situation niemals Elfmeter, aber Christensen hat am Trikot gezogen und anscheinend reicht das dem Schiedsrichter, um uns hier einen Elfmeter zu geben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das der erste ist, den wir jemals schießen mit Huddersfield. Anscheinend schon, weil, okay, Hernandez kann zumindest Elfmeter. Okay, Ziel habe ich eingestellt, das wusste ich nicht. Und Hernandez verwandelt zum 1:1. Ja, kurz vor der Halbzeit noch der bittere, ja, Treffer gegen uns, dann die Chance, die vergeben wurde und jetzt Ausgleich. Schön. Aaron Mooy, 2:1. So schnell kann es gehen. Innerhalb von 2 Minuten stellen wir den Spielverlauf auf den Kopf. Und das Ergebnis auch. Sehr, sehr geil gespielt und vor allem was für ein Abschluss. Den müssen wir uns auf jeden Fall mal in Wiederholung angucken von Aaron Mooy. Der Pass von Hernandez raus auf Hernandez, von Mounier raus auf Hernandez, die Flanke in die Mitte und Mounier vor Bayern. Courtois, Respekt, mein guter Australier. Erstes Saisontor. Oh, Zanka mit einem, ich sag mal, nicht nur sehr wichtigen Tackling, sondern einem entscheidenden Tackling, weil der ist da einfach so durchgelaufen und jetzt auf der anderen Seite die dicke Chance für Mounier, alles klar zu machen, 3:1. Okay, nicht alles klar zu machen, aber vieles klar zu machen. Wir gehen 3:1 in Führung durch den Konter. Perfekt. Genauso wollte ich sagen. Ei. Ja, den kann man so machen. Diego Costa schnürt den Doppelpack durch ein ganz, ganz dummes Gegentor. Das darf so normalerweise niemals passieren.
Jetzt sind wir doch nochmal unter Druck. Einfaches Prinzip jetzt gerade. Wenn wir den Ball haben, kann Chelsea nicht treffen. Haha. Und ich glaube, das könnte aufgehen. Ah, Risikopass. Aber noch am Mann und das war ganz, ganz dumm. Und jetzt aufpassen, dass bloß nichts passiert. 3 Minuten Nachspielzeit. Top-Teams können wir. Watford ist übrigens Dritter. Das heißt, eigentlich ist das so gesehen ein Top-Spiel, aber natürlich werde ich es trotzdem simulieren, weil Watford ist halt einfach kein Top-Gegner. Nichtsdestotrotz sind die auf Tabellenplatz 3. Das ist wirklich überraschend. Haben wir auch ein Spiel mehr als wir. Dementsprechend können... Und nächstes Spiel ist dann gegen Arsenal. Was haben wir für einen Zeitplan? Dementsprechend muss heute eigentlich unsere B11 ran. Wir spielen noch mit B11, das heißt Viererkette. Vielleicht ist das ganz gut für die Simulation. Zuletzt Sieg gegen Burnley, unentschieden gegen Man United. Nicht schlecht. Und unentschieden gegen Crystal Palace. Naja, haben wir einen starken Kader. Philippe Anderson haben sich gekauft. Richarlison, das heißt die beiden Brasilianer. Pereira, auch nicht schlecht. Dini ist ein guter Stürmer vorne drin. Marin haben sich auch neu gekauft. Linksverteidiger aus Spanien von Villarreal. Pereira macht einen Führungstreffer, verlieren 2:1. Naja. Christensen fällt übrigens 7 Wochen aus nach dem Spiel gegen uns, beziehungsweise nach dem nächsten Spiel. Und wir spielen jetzt gegen Arsenal. So viele Spiele hintereinander. Danach geht's gegen die Saints, gegen Southampton. So viele Spiele hintereinander und es ist noch nicht mal Boxing Day. Martin Craneys Vertrag läuft aus, aber das ist mir egal. Weiß ich, warum ich das Ding nicht kläre, sondern nur zu Lacazette passe. Aber so steht es früh 1-0 für Arsenal. Wollen wir uns das nochmal angucken. Natürlich ist das hier schon ein klares Tor eigentlich, aber das ist einfach bitter. Ganz starkes Tackling von Mooney hier und jetzt eventuell die Kontersituation für uns. Ich habe übrigens noch auf Konter stehen, das ist vielleicht nicht so intelligent, weil wir sollten eigentlich gerade nicht auf Konter spielen, weil wir zurückliegen. Deswegen stehen wir auch so blöd offensiv. Abel, ich weiß, dass der rechte nicht sein starker ist, aber ich hatte nicht mehr die Zeit oder nicht mehr den Mut, mir den auf den linken zu legen, weil ich dachte, damit nicht zu nah am Tor. Und dann vergibst du so eine Riesenchance, die normalerweise drin sein muss, aber jetzt, doch nicht. Oh, Gottes Willen, was sind das schon wieder für Chancen, die wir vergeben, Mann. Arsenal macht es auf der anderen Seite leider Gottes besser mit Gelson Martins und den Ausgleich. Nicht den Ausgleich, das ist 2-0. Player of the Month kommt rein, Marco Marin. Ich habe den draußen gelassen, ich habe Billing auf der 6 gestellt und Moi auf die 10, damit wir ein bisschen mehr Defensive, Kompaktheit und Power haben, weil Moi halt noch ein bisschen defensiverer Zehner ist als Marin. Aber jetzt gerade brauchen wir, wenn wir hier auch irgendwas holen wollen, Offensiv-Power. Ich frage mich nur, ob das überhaupt noch möglich ist. Chambers jetzt. Der und Mertesacker machen mir die meisten Probleme. Okay, es wird hier nichts zu holen sein. Zumindest haben wir eine Chance und einen Torschuss, also ein Ball, der wirklich aufs Tor ging, von Inns. Warum war das eigentlich die ganze Zeit nicht so easy wie gerade? Also jetzt wird's bitter. 4:0 Alexis. Eieieiei. Oh, und Mounier darf nicht mal mehr hier irgendwie das Ehrentor machen oder irgendwie Ergebniskosmetik betreiben. Also natürlich, wir müssen auch mal richtig auf die Schnauze bekommen und das ist jetzt gerade der Fall. Aber es ist trotzdem extrem bitter. Marin gegen Mertesacker, die kennen sie aus Bremer Zeiten, soweit ich mich erinnere. Ja, kriegen wir nochmal irgendwie die Gelegenheit, ein Tor zu schießen? Ich habe keine Ahnung, weil Arsenal steht auch hinten kompakt bis zum Gehen nicht mehr. Irgendwer fast noch das 5. kassiert. Da hat Lacazette nochmal einen Pfosten getroffen. 4:0 Klatsch. Wir gewinnen 3:2 gegen Chelsea und verlieren 4:0 gegen Arsenal. Komische Geschichte. Heimstark sind wir aber. Auswärts in Southampton mit B11. Die haben zuletzt 1:4 gegen Chelsea verloren, also auch kein schönes Ergebnis gehabt. Spielen mit Heathgess, Sims, Almuvallat. Also normalerweise eine 11, die wir schlagen sollen könnten. Können sollten. Wir spielen 0-0. Naja, immerhin Punkt. Heimspiel gegen Stoke, Boxing Day, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag und das erste Mal verbannt wieder dabei ist Laurent Depoitre. Dementsprechend wird das jetzt eine interessante Partie gegen Stoke, die aber auch mit, ja, Top 11 spielen, so wie man das hier sieht. Sota kenne ich jetzt persönlich nicht, Baliu auch nicht, aber ansonsten sieht er schon ziemlich stark aus und wir verlieren 1-2. Und ausgerechnet Sota trifft. So, wir sind nur heimstark, aber okay, wir müssen nicht beschweren, wir sind weiterhin Achter und wir sind relativ nah dran am internationalen Geschäft. Von daher
nicht zu negativ werden. Wir spielen jetzt gegen Burnley und dann noch gegen Leicester. Das werden die beiden letzten Spiele sein. Und ich würde gerne von euch wissen, schreibt mir in die Kommentare, wen sollen wir holen? Wen sollen wir verpflichten? Welche Transfers würdet ihr gerne bei Huddersfield sehen? Habt ihr irgendeinen Favoriten, wo ihr sagt, ja, den würde ich sehr, sehr gerne bei dir haben? Oder habt ihr irgendwelche Spieler, wo ihr sagt, den könnte ich mir zumindest theoretisch vorstellen? Ihr müsst unser Budget im Kopf behalten. Das gucken wir uns gleich mal nach diesem Spiel jetzt zu Hause gegen Burnley, was wir als 1:1 bestreiten. Wir werden kämpfen um die internationalen Plätze, aber ich glaube nicht, dass wir sie erreichen werden, wenn wir gegen so kleine Gegner nicht punkten. Aber wie gesagt, das ist ja auch bei Mappen so. Gegen die großen Gegner stehe ich besser da oder spiele ich besser. Beziehungsweise die Spiele, wo ich spiele, die gewinnen wir und die anderen halt nicht. Deswegen gegen große Gegner klappt es immer, gegen kleine Gegner nicht. Wir haben eigentlich, also, gibt es wen, den wir leiden sollen. Weil Transferbudget haben wir nicht. Also unser Monatsbericht, beziehungsweise unsere Scouting-Abteilung, Sebastian Schäfer kann man freigeben, Groß ist nicht überragend, aber vielleicht okay, Hansen genauso, Grüne sieht richtig stark aus, darf man noch nicht spielen und Schinkel werde ich, denke ich, bald hochholen, weil das gefällt mir sehr gut, was ich da sehe. Zu Gast bei Leicester. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das Ding verlieren werden. Depatre spielt heute in der Sturmspitze neben Hernandez, weil Mounier nicht hundertprozentig fit ist und unsere Defensive hat ein bisschen Fitnessprobleme. Grundsätzlich, ja, ach du Scheiße. Also das sieht mittlerweile doch schlecht aus. Wir sind auf Platz 11 zurückgefallen nach diesen sehr, sehr schlechten Ergebnissen zuletzt. Und vielleicht gewinnen wir ja dafür den FA Cup. Wir spielen im ersten Spiel gegen Bristol. Das sollte machbar sein grundsätzlich. Und danach mal sehen, gegen wen es gehen wird. Aber vielleicht ja schaffen wir einen Pokalrun. Und schaffen es irgendwie noch oben mit zu... Naja. Schreibt mir in die Kommentare, wen sollen wir verpflichten? Wen würdet ihr gerne bei uns sehen? Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Per Laie natürlich, weil außer wir verkaufen jetzt irgendwen per Supercoup, haben wir kein Geld. Oder ihr sagt, ich mache mal eine Infokarte hin. Wollen wir mal hier Budget erhöhen? Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich das so geil finde. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Wir gucken mal kurz in den Katalog, ob es auf Level 13 schon geht. Kommenden Star-Scouten, Finanzspritze. Es ginge. Also... Wollen wir eine Finanzspritze machen? Wollen wir kranke Spieler kaufen? Oder wollen wir den Laien und das realistisch halten? Weil momentan stehen wir nicht relativ realistisch da. Ja, ich bin gespannt auf eure Aussagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. 300 Likes wären wie gesagt mega nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.